Herzlich willkommen bei EuF 3 aktuell mit den neuesten Informationen zur Corona-Situation. Während im Nationalrat die Budgetdebatte läuft, treffen sich Finanzminister Gernot Blümel, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer und ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz mit Filmschaffenden, um über Hilfen für die Filmwirtschaft zu sprechen. Danach treten sie vor die Kameras. Die Budgetdebatte können Sie in EuF 2 weiterverfolgen und die Statements nach dem runden Tisch zur Filmwirtschaft sehen Sie live bei uns. Bevor es losgeht, gehen wir zu EuF 3-Chefredakteurin Ingrid Thornherr. Ingrid, was ist denn da heute von diesem runden Tisch zur Filmwirtschaft zu erwarten? Ja, da soll es wohl Hilfen für die Filmwirtschaft geben, denn die ist von dieser Corona-Krise genauso wie viele andere Branchen natürlich völlig überrumpelt worden. Man muss sich vorstellen, von heute auf morgen mussten zum Beispiel Dreharbeiten für Filme oder Serien einfach eingestellt werden. Natürlich hat das diese Branche schwer getroffen. Und wir haben jetzt schon über viele Branchen gehört, wie ihnen geholfen wird in der Kulturbranche, die Bühnen, die Veranstaltungen, in der Gastronomie, im Tourismus, in anderen Bereichen. Aber bei der Filmwirtschaft, da ist bisher vieles offen geblieben. Die Filmleute, die Filmproduktionsfirmen bleiben auf ihren Kosten sitzen, weil die Versicherungen dafür nicht aufkommen, weil Corona oder Ähnliches, das ist einfach von Versicherungen nicht abgedeckt. Und jetzt soll es offenbar ein Paket geben, das mit der Bundesregierung ausverhandelt worden ist, wo eben der Staat in diesem Fall einspringt und der Filmwirtschaft diese Kosten ersetzt, soweit das jetzt irgendwie möglich ist, damit dort auch die Produktion weitergehen kann. Wir alle wollen im Herbst wieder neue Filme und Serien sehen und im nächsten Jahr. Und die müssen irgendwann produziert werden. Und wenn der Filmwirtschaft das Geld ausgibt, dann gibt es nichts Neues. Und das wollen alle gemeinsam natürlich verhindern. Vorerst vielen Dank, Ingrid. Die Details werden wir dann gleich aus dem Bundeskanzleramt hören. Das wird sich alles natürlich auch auf das Staatsbudget auswirken. Im Moment läuft gerade im Parlament die Budgetdebatte. Seit gestern schon debattiert der Nationalrat über das von Finanzminister Gernot Blümel vorgelegte Budget 2020 in Zeiten der Coronavirus-Krise. ÖVP und Grüne stehen naturgemäß hinter dem Finanzminister. In der Generaldebatte am Dienstag kommt aber scharfe Kritik von der Opposition, da viele Zahlen im Vorschlag nicht halten werden. Schutzschilder, bunte Masken, gar keine Masken. Großer Abstand oder fast gar kein Abstand. Budgetdebatte in Corona-Zeiten, da gibt es kein einheitliches Bild. Auch nicht auf die Sache an sich. 82 Milliarden Einnahmen, 82 Milliarden Ausgaben. Das sind die Zahlen, die zum Beschluss stehen. Die vielen Krisenmilliarden sind da nicht eingerechnet. Ganz bewusst nicht, sagt die Regierung. Ein Budget zum Kübeln ist das, sagt die Opposition und überreicht dazu den passenden Behälter. Wir haben bedauerlicherweise 97 schwarz-grüne Nationalratsabgeordnete, welche am Donnerstag wissentlich ein falsches Budget beschließen werden. Es dürfte der Leitspruch dieser Bundesregierung oder auch der Abgeordneten der Regierungsfraktionen sein, wenn schon unseriös, dann gescheit. Dann legen wir gleich das Altpapier vor und legen keine neuen Zahlen vor. Während Deutschland das geschafft hat, Deutschland hat vor einigen Wochen sehr wohl ein sehr detailliertes Nachtragsbudget mit einer sehr detaillierten Prognose von Mindereinnahmen und Mehrausgaben, die prognostiziert wurden für heuer aufgrund der Krise, vorlegen und sogar beschließen können. Jede Zahl, die man heute schreibt, ist morgen schon wieder falsch, sagt der Finanzminister. Und? Natürlich ist nicht alles perfekt. Es gibt keine Blaupause für eine Corona-Krise. Es gibt kein Handbuch dafür. Deswegen arbeiten wir auch ständig an Verbesserungen. Alles andere als eine Momentaufnahme wäre unseriös, so der ÖVP-Clubchef. Eine Endabrechnung gibt es derzeit nicht, weder Einnahmen noch ausgabenseitig. Und ein Kassensturz macht erst im Herbst Sinn. Die Grünen ärgert vor allem das. Die Opposition hier lautstark von einem Fake-Budget spricht, also von einem gefälschten Budget. Und das ist schon eine recht starke Ansage, würde ich meinen, die ich ganz sicher nicht teile. Es gäbe eine Zeit nach Corona. Da zählten dann die alten Budgetschwerpunkte. Das sei ein Fake-Budget, kritisiert also die Opposition. Ingrid, wie schätzt du denn das ein?
Naja, die Budgetzahlen stammen natürlich aus einer Zeit vor Corona. Und jetzt sagt die Opposition, so geht das nicht. Ihr könnt uns doch nicht einen Haushalt vorlegen, an dem keine einzige Zahl mehr stimmt. Der Finanzminister entgegnet, selbst wenn wir heute ein neues Budget schnüren würden und neue Zahlen vorlegen würden, dann stimmen die ja auch morgen und übermorgen schon nicht mehr. Also ob sie jetzt so falsch sind oder so falsch sind, das macht eigentlich gar keinen so großen Unterschied. Das sieht die Opposition ganz anders. Die SPÖ hat heute früh bekannt gegeben, sie will sich verfassungsrechtlich mit dieser Frage auseinandersetzen, spricht von verfassungsrechtlichen Bedenken, bis glaubt, dass das verfassungsrechtlich überhaupt nicht hält. Der Finanzminister müsse realistische Zahlen vorlegen. Der langjährige Budgetsektionschef Steger hat gestern im Ö1-Mittagsjournal gemeint, auf Fragen zu diesem Thema, naja, man kann diesem Argument der Opposition schon etwas abgewinnen, aber auf der anderen Seite, wer kann denn jetzt schon wirklich eine realistische Einschätzung darüber abgeben, wie dieses Budget heuer wirklich aussehen wird? Also da wird noch viel Diskussion nötig sein. Ingrid, ich sehe, im Bundeskanzleramt geht es jetzt gleich los. Und zwar der Finanzminister, die Wirtschaftsministerin, Generaldirektor Alexander Vrabetz, sprechen jetzt über Hilfen für die Filmwirtschaft. Zunächst um das Statement des Herrn Finanzministers. Bitte schön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die aktuelle Situation, und das wissen wir alle, stellt uns vor noch nie dagewesene Herausforderungen, und zwar in allen Bereichen und in allen Branchen. Und nicht jede Lösung ist für alle Branchen gleich gut geeignet. Deswegen versuchen wir als Bundesregierung auch gut zuzuhören und spezielle Hilfen für die speziell betroffenen Bedürfnisse auch von Branchen umsetzen zu können. Der österreichische Film, die österreichische Filmwirtschaft hat eine sehr, sehr große Bedeutung für unser Land. Bei Weitem nicht nur, was die Wertschöpfung betrifft. Jährlich werden ja Filme im Volumen von ca. 145 Millionen Euro von den österreichischen Produzentinnen und Produzenten hergestellt. Das ist das eine. Die Umweltrentabilität ist ein zusätzlicher Faktor, aber es geht vor allem auch um den Werbewert, um den ideellen Wert rund um alles, was österreichische Identität betrifft. Sie wissen, wir haben im Medienbereich die Herausforderung, dass Österreich hier eine besondere Situation hat mit einem 10-mal so großen gleichsprachigen Nachbarn. Und das macht die Situation natürlich umso herausfordernder. Und gerade deswegen ist es wichtig, dieser Branche unter die Arme zu greifen. Die Filmwirtschaft möchte weitermachen. Und hier besteht natürlich eine große Gefahr, falls es eine zweite Welle geben würde und die dadurch in Aussicht stehenden möglichen Abbrüche. Wir haben in den letzten Wochen viele Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Filmwirtschaft geführt, auch mit dem ORF als wesentlichen Partner der österreichischen Filmwirtschaft, und haben nun gemeinsam mit Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer, Bundesministerin Schramböck, der Frau Staatssekretärin Mayer und der österreichischen Filmwirtschaft ein Paket erarbeitet, um der Filmwirtschaft es zu ermöglichen, hier auch wieder tätig werden zu können. Ich darf Ihnen ganz kurz die Eckpunkte dieses Paketes näher bringen. Einerseits wird es eine Ausfallskostenübernahme in der Höhe von bis zu 25 Millionen Euro im tatsächlichen Schadensfall geben. In Form von nicht rückzahlbaren Ausfallzuschüssen, die bis zu 75% der insgesamt förderfähigen Herstellerkosten betragen. Dieses Modell wird auch rückwirkend anwendbar sein, denn die Corona-Krise hat auch mit dem Lockdown begonnen, und deswegen wird es rückwirkend ab 16.03.2020 möglich sein, dieses Geld zu beantragen, befristet bis zum Ende 2021. Die Abwicklung wird die AWS unter Beiziehung von Filmsachverständigen durchsetzen, und auch der ORF hat sich bereit erklärt, nachgewiesene Mehrkosten aufgrund von Corona-bedingten Sicherheitsmaßnahmen bei der Herstellung von Filmproduktionen zu tragen. Auch dafür ein großes Danke. Danke an alle Beteiligten. Vielen Dank, Frau Wirtschaftsministerin. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, James Bond, Mission Impossible oder Bollywood-Filme, sie alle haben eines gemeinsam. Jeder dieser Filmproduktionen hat bei den Dreharbeiten auf die atemberaubende Kulisse Österreichs gesetzt. Wir können uns alle noch an die halsbrecherische Flucht von Tom Cruise auf dem Dach der Staatsoper oder an die Actionszenen von James Bond
in Sölden erinnern. Solche Szenen sind nur möglich, weil wir mit dem Fördermodell FISA, dem Filmstandort Österreich, einen Hebel im Wirtschaftsministerium haben, um Filmproduktionen gezielt zu unterstützen. Ganz konkret unterstützen wir österreichische Produktionen, ausländische Co-Produktionen und auch internationale Produktionen. Aber sie haben alles eines gemeinsam, sie haben österreichische Wertschöpfung. Was nicht so bekannt ist, auch für Österreicher Standort, ist die Filmwirtschaft ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor. Sowohl für den Tourismus, immerhin wird Österreich vor einem Millionenpublikum präsentiert, als auch für die heimischen Betriebe. Und ich möchte Ihnen hier ein bisschen einen Einblick geben. Rund 2.400 Unternehmen in der Filmwirtschaft beschäftigen 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt. Insgesamt werden durch die Filmwirtschaft 1,4 Milliarden Euro Nettowertschöpfung in Österreich erzeugt. Die Filmproduktionen alleine machen dabei 350 Millionen Euro aus. Das heißt, wenn die Filmwirtschaft einen Euro investiert, ergibt das 2,5 Euro Netto-Wertschöpfung in Österreich. Sie spielt also eine wesentliche Rolle. Und jeder Euro Förderung durch die FISA führt mittlerweile zu 6 Euro an zusätzlichem Umsatz für die österreichische Filmwirtschaft. Wir haben heuer ein Jubiläum zu verzeichnen. Die FISA gibt es bereits seit 10 Jahren. Sie ist also ein Erfolgsmodell, das wir auch in Zahlen gut ansehen können. 2019 wurden insgesamt 29 Projekte mit einer Fördersumme von 7,4 Millionen Euro gefördert. Die dabei erzielten Inlandswertschöpfung betrug 34,7 Millionen Euro. Insgesamt konnten wir seit dem Start, das sind diese 10 Jahre, im Jahr 2010, über 250 Projekte mit Fördermitteln in der Höhe von 68 Millionen Euro unterstützen. Die Wertschöpfung in Summe betrug 310 Millionen Euro. Um Ihnen ein ganz konkretes Beispiel zu geben, der Dreh von James Bond, dem James Bond-Film Spectre im Jahr 2015, hat bei 800.000 Euro FISA-Förderung meines Ressorts Gesamtausgaben von 16 Millionen Euro in Österreich ausgelöst. Also es ist wesentlich und wir sehen, warum wir uns auch jetzt in dieser Phase ganz besonders um diese Branche kümmern müssen. Internationale Großproduktionen suchen Drehorte und da gibt es verschiedenste Faktoren und sicherlich ist es die attraktive und vielfältige Kulisse, die wir in Österreich bieten, aber auch die hohe Kompetenz der Firmen, mit denen wir heute zusammensitzen konnten im Roundtable und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier geht es nicht nur um Filmfirmen, sondern es geht auch um alle Unternehmen, die dafür arbeiten und das ist die Tischlerin der Tischler genauso wie Maskenbildnerinnen und Maskenbildner. Das gilt es zu fördern und entsprechend zu unterstützen. Wie alle anderen Branchen wurde auch die österreichische Filmwirtschaft von der Corona-Pandemie hart getroffen, mit voller Wucht. Es mussten Filme abgebrochen werden, es wurden Filme verschoben, es wurden Filme nicht begonnen. Diese Unterbrechungen und diese Abbrüche haben Kosten verursacht. Und für uns ist es gemeinsam wichtig und selbstverständlich, hier auch entsprechend zu unterstützen. Ziel muss es sein, dass die Filmproduktionen, und wir haben einige Produzenten heute dabei gehabt, dass diese Produktionen wieder rasch aufgenommen werden, denn wir wollen keine Lücke erzeugen, sondern sie sollen wieder schnell in die Umsetzung kommen. Und deshalb haben wir diesen Ausgleichsfonds für Film und TV geschaffen, für die 25 Millionen Euro in Summe. Und wir werden das auch entsprechend rasch umsetzen. Ich möchte Ihnen auch noch kurz einen Ausblick geben. Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der FISA haben wir einen Drehbuchwettbewerb ausgeschrieben, der mir persönlich auch sehr wichtig ist, um mehr Frauen auch in Hauptrollen zu haben. Wenn man sich viele Serien und Filme anschaut, sieht man wenige Frauen, vor allem im Bereich Wissenschaft, Technik und in Wirtschaft. Und deshalb haben wir bei der Namensgebung auch darauf geachtet, bei diesem Wettbewerb,
Bundeswerbe heißt Heldinnen in Serie. Es wurden jetzt gerade 108 Exposés eingereicht. Die besten 6 wurden von einer Jury prämiert und ausgewählt. Unter den Gewinnern sind prominente Namen wie die Konstanze Breitebner mit 80 Gramm Leben oder Cornelia Travnicek mit Die Alpen sind rot. Solche Projekte sind wichtig und sie sollen vorangehen, sie sollen produziert werden können. Deshalb haben wir diese Förderung, diese Unterstützung, diesen Zuschuss geschaffen, damit wir bald wieder Filme made in Austria sehen, damit wir bald wieder Dokumentationen sehen, Narziss und Goldmund, und dass das alles wieder gut weitergehen kann. Herzlichen Dank. Dankeschön, Frau Kulturstaatssekretärin. Bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Zuerst vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unserer sehr konstruktiven Aussprache mit der Filmbranche. Wir haben, glaube ich, viel dazugelernt über die aktuelle Situation und können einiges mitnehmen für unsere weitere Arbeit. Wir haben ja vor 2 Tagen verkündet, wie jetzt die Lockerung und die Öffnung Schritt für Schritt im Kunst- und Kulturbereich wieder vonstatten gehen kann. Die Kinos werden öffnen, Theater, Ausstellungen, Kulturinitiativen, alles wird wieder möglich. Dafür brauchen wir natürlich auch Inhalte. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute darauf verständigen konnten, der Filmwirtschaft und den Filmschaffenden im Land mit einer speziell auf sie zugeschnittenen Maßnahme Sicherheit zu geben, nämlich die Sicherheit, die sie brauchen, um wieder ihrer Arbeit nachgehen zu können, die so wichtig ist für Österreich als Kulturnation, aber auch eben, wie die Frau Bundesminister gesagt hat, wichtig für Österreich als Wirtschaftsstandort. Sicherheit für den Fall, dass diese weltweite Krise noch andauert oder sich, was wir alle nicht wollen, noch einmal verschlimmert. Film- und Kulturnation Österreich, das gehört zusammen. Gerade wenn ich an die letzten Jahre und Jahrzehnte denke, vom Kino, Fernsehfilm, innovativer Kurzfilm, Dokumentation, Komödie, Arthouse-Produktion. Der österreichische Film gewinnt Oscars, Goldene Palmen, er erreicht sehr, sehr hohe Publikumsschichten und ist unglaublich präsent in der internationalen Festivalszene. Also Österreich wäre ohne die Filmszene, diese lebendige, sehr, sehr viel ärmer. Es ist wichtig, dass die Filmproduktion in Österreich nicht weiter stillsteht. Es ist wichtig, dass gedreht werden kann, ohne dass die Produzenten und die Beschäftigten in der Filmbranche um ihre Existenz fürchten müssen. Es ist wichtig, dass wir alle weiterhin österreichische Filmproduktionen im Kino und Fernsehen genießen können. Für mich ist in der detaillierten Ausarbeitung dieser Maßnahmen, die wir Ihnen heute vorstellen dürfen, aber noch ein weiterer Aspekt sehr, sehr wichtig. An dieser Branche hängen, wie wir alle wissen, auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze. In der Besprechung, die wir hatten, wurde die Zahl von 10.000 genannt. Menschen, die oft aufgrund der Umstände oder wegen der Produktionsrhythmen, die es in der Branche nun einmal gibt, in atypischen Arbeitsverhältnissen tätig sind und daher besonders unter dieser Krise leiden. Wir werden vom Kunst- und Kulturressort darauf achten, dass auch diese Menschen mitbedacht werden, und zwar vom Regisseur, Regisseurin, Kamerafrau, Hauptdarsteller bis zum Tontechniker. Unser Blick richtet sich auf alle, die in dieser Branche tätig sind. Profitieren sollen die Produktionsfirmen und alle Beschäftigten gleichermaßen. Mir ist bewusst, dass dieser Maßnahme wahrscheinlich noch weitere Folgen für die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler, die in dieser Corona-bedingten Krise besonders betroffen sind, dass sie derzeit nicht arbeiten können. Wir machen das Schritt für Schritt. Fürs Erste freue ich mich jetzt einmal, dass Dreharbeiten ohne existenzielles Risiko für die Produzenten wieder möglich sind. Das ist gut und überlebensnotwendig für die Filmbranche und auch
überlebensnotwendig für uns alle Filmliebhaberinnen und Filmliebhaber. Wir haben uns jetzt auch schon für erste Kinobesuche hier verabredet. Dankeschön. Dankeschön, Frau Staatssekretärin, Herr OF Generaldirektor, bitte. Ja, es ist heute ein ganz besonders wichtiger Tag für das österreichische Filmwesen. Der 27. Mai wird irgendwo in die Filmgeschichte, glaube ich, eingehen. Und ich möchte mich anfangs bedanken bei den Vertretern der Bundesregierung, Finanzminister, Wirtschaftsministerin, Staatssekretärin, den Vertretern der Filmwirtschaft und auch dem jetzt nicht mehr anwesenden Präsidenten Mara, die hier alle mitgewirkt haben, dass wir heute beschließen können, dass es mit der österreichischen Filmproduktion ab nächster Woche weitergeht. Wir sind damit eines der Länder gewesen, das relativ früh am 16. März den Lockdown auch für die Filmwirtschaft sozusagen festgelegt hat und sind jetzt aber nach knapp mehr als 2 Monaten wieder das erste Land, das mit der Filmproduktion beginnen kann. Für uns als ORF ist das natürlich entscheidend. Wir sind mit 100 Millionen Euro im Jahr der größte Auftraggeber der österreichischen Filmwirtschaft für Filme, Serien und Unterstützung des Kinofilms. Und wir haben uns sehr bemüht, dass wir eben diesen Stillstand, den es jetzt Corona-bedingt gegeben hat, möglichst rasch beenden. Zur Beendigung sind 3 Faktoren wichtig gewesen. Das erste ist ein Sicherheitskonzept, das ausgearbeitet wurde, wie kann man Corona sicher produzieren. Das zweite, da hat die Filmwirtschaft wirklich sich sehr bemüht und es geschafft, auch mit dem Gesundheitsministerium zu einem Einvernehmen zu kommen. Das zweite und ganz entscheidende Element war aber, dass wir ein Ausfallgarantiesystem bekommen, dass wenn jetzt wieder zu produzieren begonnen wird, nicht sozusagen getragen wird, die Ausfallrisiken, falls Schäden hier entstehen. Und dafür möchte ich mich sehr bedanken, weil dieses Ausfallrisiko von den Filmproduzenten nicht zu tragen gewesen wäre, wirtschaftlich nicht leistbar gewesen wäre. Das ist die zweite wichtige Voraussetzung. Und die dritte, wo wir unseren Beitrag geleistet haben, ist, dass wir gesagt haben, wir als ORF werden, wenn nun Corona sicher produziert wird, also zusätzliche Kosten natürlich damit verbunden sind, nachweisbare Mehrkosten aufgrund des Corona-sicheren Produzierens in unsere Kalkulation, in unsere Aufträge hineinnehmen und somit tragen. Das wird uns auch ca. 3 bis 5 Millionen Euro kosten, weil eben hier doch bei so vielen Produktionen hier Zusatzkosten sind. Aber wir tragen das auch, erstens, weil dieses Gesamtpaket dann möglich geworden ist und zweitens, weil wir das Programm so dringend für unser Publikum brauchen. Wir hätten ab Jänner, wenn wir das heute nicht zustande gekriegt haben, keine neuen österreichischen Filme und Serien mehr im Programm haben können. Und insofern sind wir sehr froh und haben unseren Beitrag geleistet, dass das nun möglich sein wird, dass man, ob schnell ermittelt, Soko Kids, Soko Donau, Österreich-Tatorte auch nahtlos sozusagen ja, ab Jänner wieder wird sehen können, wenn wir jetzt hier zu produzieren beginnen. Wir sind auch froh, dass wir nicht nur diese Produktionen, die jetzt starten können, nächste Woche starten können, ermöglichen, sondern eine Fülle weiterer Produktionen sichergestellt sind. In Summe werden mit dem heutigen Tag 20 ORF Filmauftragsproduktionen wieder in Gang gesetzt, 20 derzeit stehende ÖFI-Produktionen weitergeführt werden können und in Summe 50 Serienfolgen der beliebten Serien sozusagen weitergeplant werden können. Und wichtig ist auch, und auch dafür möchte ich mich bedanken, dass wir mit dem Zeitrahmen für dieses Ausfallgarantiesystem bis Ende 2021 die Möglichkeit haben, hier auch mittelfristig als Filmwirtschaft und Auftraggeber zu planen. Danke. Vielen Dank. Der Präsident der Vereinigung der österreichischen Filmproduzenten, Herr John Lüftner, bitte. Ja, auch von mir einen schönen guten Vormittag, guten Morgen.
Ich möchte vielleicht ganz kurz nur zur Systematik dieser Ausfallshaftung noch zwei Sätze ergänzen, weil man das vielleicht sonst nicht versteht. Filmproduktionen sind an und für sich hervorragend versichert gegen alle Arten von Ausfällen, Personenausfälle, technische Ausfälle. Das ist entscheidend, um eine Produktion, in der in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld ausgegeben wird, absichern und herstellen zu können. Covid-19-Ausfälle werden von keiner Versicherung weltweit derzeit gezeichnet. Pandemien sind grundsätzlich in diesen Versicherungsverträgen ausgenommen. Die einzige Möglichkeit, die wir daher gesehen haben, um wieder in Produktion zu kommen, ist, diesen Ausfall der Versicherung zu kompensieren durch ein Ausfallszuschusssystem, wie es jetzt die Bundesregierung für uns erfunden hat. Das nur kurz zur Systematik. Ich kann im Namen aller Filmschaffenden in diesem Land mich nur ganz, ganz herzlich bedanken, Herr Bundesminister, Frau Ministerin, Frau Staatssekretärin, lieber Alex, alle, die da mitgetan haben, wir sind die Ersten auf der ganzen Welt, die jetzt so eine Ausfallshaftung von Bundesseite am Start haben. Wir sind auch die Ersten, die wieder beginnen zu drehen. Es wird in der nächsten Woche eine Tatortproduktion wieder die Dreharbeiten aufnehmen. Es wird in der übernächsten Woche bereits die erste internationale Koproduktion wieder die Arbeit aufnehmen. Wir sind wieder am Start und es ist eine unglaubliche Erleichterung für alle in der österreichischen Filmwirtschaft, dass wir jetzt einfach wieder an die Arbeit dürfen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Fragenteil und laden Sie ein, Fragen zu stellen. Hier die erste Frage, bitte. Angelides für ATV. Herr Lüftmer, vielleicht gleich an Sie. Wie konkret wird jetzt das Filmmachen, das Drehen ausschauen? Wie kann man sich das vorstellen? Masken, Abstand, Testungen? Vielleicht können Sie das ein bisschen konkretisieren. Ja. Es wurde ein Arbeitskonzept, ein Hygienekonzept entwickelt, gemeinsam mit allen Interessensverbänden und der Wirtschaftskammer und mit dem Gesundheitsministerium und mit dem Kulturstaatssekretariat. Das war eine ziemlich große gemeinsame Anstrengung, mal festzustellen, wie kann man den künstlerisch-kreativen Prozess sicherstellen. Das ist es ja, worum es geht. Wir wollen ja nicht dahin, ich höre von absurden Situationen bei deutschen Kollegen, wo irgendwie für einen Fernsehkrimi eine Verhaftung gedreht wurde und dabei der Mindestabstand einzuhalten war. Das ist einfach nicht zu machen. Das heißt, wir mussten uns überlegen, wie schaffen wir es, die künstlerische Freiheit an einem Set wiederherzustellen. Das funktioniert nur, indem alle Schutzmaßnahmen in diesem Set wegfallen und haben uns daher dazu entschieden, ein Closed-Set-System zu fahren, eine Art Protective Bubble. Man muss sich das so vorstellen, wie wir ansonsten in der Regel Nackt-Szenen drehen. Man reduziert das unmittelbare Team im Kernset und die Menschen, die in dieses Kernset dürfen und dort arbeiten, die Schauspielerinnen, Regie, Kamera, aber natürlich auch die unmittelbaren Assistenten dieser Gewerke, werden regelmäßig getestet in sehr kurzen Abständen und werden in der Zwischenzeit eigenverantwortlich dafür sorgen, dass sie sich nicht irgendwie in infektionsgefährdende Situationen begeben. Das ganze Konzept ist relativ ähnlich zu dem der Bundesliga. Das ist ganz simpel. Was muss man machen, damit Menschen, wenn wir jetzt alle verlässlich zweimal positiv getestet werden, könnten wir heute Nachmittag in dieser Besetzung eine Party drehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Alle anderen Gewerke haben zu diesem geschlossenen Set keinen Zugang. Es gibt definierte Schnittstellen für die Übergabe von Materialien etc. Aber das ist im Kern die Idee des Konzeptes. Dankeschön. Nächste Frage bitte. Tiziana Arico, ORF Kultur. Eine Frage an Alexander Wrabetz. Jetzt haben wir eben gehört, es werden die Dreharbeiten eben so rasch wie möglich, also schon nächste Woche wieder aufgenommen. Dieses Drei-Stufen-Modell habe ich mir angeschaut, das schaut doch sehr komplex aus. Inwiefern wird der ORF überwachen, schauen, helfen, vielleicht auch dieses System durchzusetzen bei den Dreharbeiten nächste Woche? Also wir haben von Anfang an auch versucht, mit der Expertise hier mit dabei zu sein, auch bei diesem Sicherheitsmodell. Und glauben, dass das sehr gut umsetzbar sein wird. Und wir haben sehr professionelle Filmfirmen, vor allem die, die jetzt gleich beginnen, haben sich ja sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie das laufen und funktionieren kann. Es wird natürlich etwas Zeit kosten. Das heißt, das wird sich unter Umständen niederschlagen in längeren Drehzeiten. Und dann sind es halt auch die diversen Kosten für Tests etc., die halt hier ins Gewicht fallen.
Und weil das der Fall ist und weil wir aber die Produktionen brauchen, haben wir eben gesagt, wir werden hier sehr auch rasch und unbürokratisch unsere Vereinbarungen, die wir mit den Filmproduzenten haben, so anpassen, dass eben diese Mehrkosten gedeckt sein werden. Dann war dort drüben eine Frage vom Herrn Kollegen. Bitte schön. Christoph Christner von der APA aus der Presseagentur. Ich hätte eine ganz kurze grundsätzliche Frage, weil ich die Zahlen leider nicht genau verstanden habe. Es geht um 25 Millionen Euro und bis zu 75% der Produktionskosten. Habe ich das richtig verstanden? Richtig, maximal 25 Millionen Euro im tatsächlichen Schadensfall in Form von nicht rückzahlbaren Ausfallszuschüssen von bis zu 75% der insgesamt förderfähigen Herstellungskosten. Hätte ich noch zwei Fragen zu den konkreten Drehbedingungen betrifft, dieses Konzept, das jetzt erarbeitet wurde, beziehungsweise auch dieser Fonds. Grundsätzlich auch Dokumentationen. Und wie sieht es jetzt auch schon bei den geplanten Produktionen, die wieder aufgenommen werden, mit zum Beispiel internationalen Arbeitern aus, also Schauspieler allfällig, die aus dem Ausland kommen müssten? Gibt es da Probleme oder wie geht man damit um? Ja, da haben wir uns irgendwie... Also entschuldige, ich wollte... Ja. Alle Arten von Filmen unterstützt werden, das sind sowohl Serien als auch Dokumentationen und eben auch Filme, da gibt es entsprechend keine Unterscheidung. Wichtig ist, die Abwicklung erfolgt über die AWS und dort wenden sich auch die Filmschaffenden entsprechend hin, Experten schauen sich dann entsprechend an und dann werden eben 75% der Kosten ersetzt. Entschuldigen, dass ich unterbrochen. So, meine Frage schon wieder vergessen. Ach, die Reisen. Ja, wir müssen uns selbstverständlich nach den gültigen Verordnungen halten. Das heißt, die Schauspielerinnen, die aus Deutschland jetzt in unserem Fall in der kommenden Woche bei uns am Set sein werden, sind bereits angereist, sind getestet angereist, halten sich jetzt hier auf. Ich hoffe, dass sich die diesbezüglichen Reisebeschränkungen jetzt in nächster Zeit ja auch lockern, was für uns aber am Ende des Tages trotzdem heißt, dass wir aufgrund der Vorgaben irgendwie von Professor Hutter auf jeden Fall mit 3 Tagen Vorlauf diese Testreihen beginnen müssen, damit wir auf jeden Fall ein verlässlich negatives Ergebnis haben. Es darf also wieder gedreht werden und wir gehen jetzt vom Bundeskanzleramt direkt zur ORF3-Chefredakteurin Ingrid Turner. Ingrid, wie wird die Filmwirtschaft jetzt konkret unterstützt? Ja, es gibt einen 3-Stufen-Plan, der uns eben geschildert wurde, eben ein Sicherheitskonzept für Corona-sichere Produktionen, die dann auch nicht so aussehen, wie der Filmproduzent hier geschildert hat, nämlich, dass eine Verhaftung im Sicherheitsabstand gedreht werden muss. Das ist sicher für einen Krimi mäßig lustig. Es gibt eben, was finanziell ganz wichtig ist, dieses Ausfallgarantiesystem bis Ende nächsten Jahres. Denn das haben wir auch erfahren. Es gibt trotz aller Versicherungen, die eine Filmproduktion so abschließen muss, gegen Unbill aller Art, Wetter und so weiter, aber keine Versicherungsabsicherung eben gegen eine Pandemie. Und wenn dann doch wieder ein Ausfall sein sollte im Zuge einer Produktion, dann kann man sich dagegen gar nicht absichern. Und das macht in diesem Fall eben diese Kooperation mit der Bundesregierung beziehungsweise mit der Filmförderung. Und es gibt auch vom ORF die Zusicherung, sozusagen diese Corona-sicheren Produktionen, die halt dann tendenziell auch ein bisschen mehr Kosten entsprechend abzugelten. Unter diesen Bedingungen kann die Filmwirtschaft wieder hochfahren, so wie viele andere Bereiche auch. Und die Wirtschaftsministerin hat ja darauf hingewiesen, dass das also neben allen kulturellen und unterhaltungsmäßigen Benefits natürlich auch eine ganz große Wertschöpfung bedeutet, weil jeder Euro, der in die Filmwirtschaft in Österreich investiert wird, der bringt halt 2,5 zusätzliche Euros an Wertschöpfung. Und auf das will man natürlich auch in Zeiten wie diesen, die wirtschaftlich ohnehin schon schwer genug sind, sicher nicht verzichten. Vorerst vielen Dank, Ingrid. Heute steht politisch viel auf dem Programm. Wir nutzen die Gelegenheit, um noch auf den heutigen Ministerrat zu blicken. Dort ist es auch um weitere Unterstützungen gegangen. Es ist ein Neustartbonus beschlossen worden. Was dazu im Vorfeld der Sitzung Arbeitsministerin Christine Aschbacher und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger gesagt haben, sehen wir uns jetzt an.
da es Branchen gibt, die jetzt wieder Arbeitskräfte suchen, aber vielleicht nicht in Vollauslastung die Menschen einstellen können, werden wir heute im Ministerrat, und das freut mich besonders, dass wir ein weiteres arbeitsmarktpolitisches Instrument beschließen können, den Neustartbonus beschließen. Das bedeutet, dass wenn Arbeitgeber Menschen in Teilzeit anstellen können, dass hier von seitens des AMS unterstützt wird, sodass die Menschen dann ca. 80% ihres Gehalts vom vorherigen Lohn bekommen. Das bedeutet, in verschiedenen Branchen, wie zum Beispiel in der Gastronomie, haben wir gesehen, dass es möglich war, Menschen, nämlich 5.000 circa von letzter Woche auf diese Woche zu vermitteln, aber oft, da die Auslastung nicht zu 100% gegeben ist, nicht in Vollzeit das möglich ist. Wir rechnen dazu, dass wir circa 15.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen können. Speziell die Gastronomie, aber auch die Hotellerie, die jetzt mit Wochenende öffnen wird, kann jetzt zurzeit eigentlich nur einen Soft Start vollziehen. Viele Gäste, viele Urlauber können auch aufgrund der nach wie vor geschlossenen Grenzen noch nicht ins Land. Das heißt, wir müssen dieses Wiederaufsperren auch relativ sanft starten. Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können noch nicht Vollzeit angestellt werden. Und neben der Verlängerung der Kurzarbeit, die ein sehr wichtiges Instrument und eine sehr gute Möglichkeit ist, ist dieser Neustartbonus wirklich eine wichtige Unterstützung für Gastronomie und Hotellerie. Die Mitarbeiter sind einfach der wichtigste Faktor auch im Betrieb. Und so helfen wir, dieses schrittweise wieder hochfahren, entsprechend auch bestmöglich zu begleiten. Ich darf auch ankündigen, der Herr Bundeskanzler hat ja gestern einige Lockerungen in Gastronomie und dergleichen in Aussicht gestellt, dass wir zurzeit intensivst daran arbeiten, das entsprechend auch dann herzustellen. Es soll in der nächsten Woche durchaus einiges an Erleichterungen auch in Aussicht gestellt werden. Der Gesundheitsminister hat ja im Veranstaltungsbereich bereits einige Ankündigungen gemacht. Das soll auch für private Veranstaltungen wie beispielsweise Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und Ähnliches gelten. Und wir werden da entsprechend auch Erleichterungen bei Sperrstunden und entsprechend auch bei Personengruppen, die es derzeit gibt, dann entsprechend auch herstellen. Der Härtefallfonds wird ausgeweitet und es soll einen Comeback-Bonus geben. Das verkündet heute Vizekanzler Werner Kogler nach dem Ministerrat. Ja, es ist uns bewusst, dass da oder dort in der Öffentlichkeit eine Debatte entstanden ist, dass manche Beträge zu gering erscheinen. Das hat damit zu tun, dass ein paar Dinge gegengerechnet werden. Das werden wir gleich auflösen und manchmal es etwas länger dauert. Wir hoffen, beides zu korrigieren, aber was mir jetzt wichtig ist, geht es de facto auch um einen Neustart im Härtefallbonus selber. Wir haben hier Ausweitungen und Erweiterungen vor, die sind politisch akkordiert, das geht jetzt in die Richtlinien und in die Verordnungen, die sich nicht nur sehen lassen können, die auch zu einer Vervielfachung der Auszahlungssummen führen können, im Einzelfall und in der Summe natürlich dann entsprechend. Was meinen wir da? Ich möchte nur drei Elemente aufgreifen. Das ist zunächst einmal die Ausweitung auf 6 Monate. Sie wissen, bis jetzt ist ein entsprechender Einnahmenentfall beziehungsweise in dem Fall ein Gewinnentgang, ein Unternehmerlohnersatz gedacht gewesen auf 3 Monate, die man aus 6 Monaten herausziehen konnte. Also dreimal beantragen für 3 Monate. Nunmehr wird diese Frist, wenn Sie so wollen, verdoppelt. Das ist also die Ausweitung der Zeit nach. Jetzt kann man das 6 Monate machen. Das ist, glaube ich, für manche Branchen ganz wichtig, weil wir ja gerade im EPU-Bereich und bei den Kleinstunternehmen welche haben, die länger betroffen sind von diesen Einschnitten und es also nur richtig und gerecht ist, wenn wir das auf diese Zeitdauer ausweiten, die Antragsmöglichkeit, also 6 Monate statt 3 Monate. Das ist das Erste. Das Zweite ist diese angesprochenen Minimalbeträge. Das hat einmal gute Gründe gehabt, warum die so errechnet wurden. Es wird jetzt einfach darauf umgestellt, dass es immer mindestens 500 Euro sind. Die Details werden wir hören. Immer mindestens 500 Euro.
Und apropos Bonus, ja, Comeback-Bonus im Zusammenhang mit dem Härtefallfonds. Wir haben jetzt vor, insgesamt für jeden, der berechtigt ist und für jede, die berechtigt ist, in diesem Fonds Mittel zu lukrieren, einen Zusatzbonus von 3.000 Euro auszuzahlen. Würde man das jetzt mitteln auf die 6 Monate, wären das 500 Euro pro Monat. Man kann es aber auch anders rechnen. Es ist die Möglichkeit jedenfalls gegeben von diesem Bonus von 3.000 Euro. Die Unterstützungen werden also noch erweitert, Ingrid, während aber die Kritik immer lauter wird, dass die aktuell angekündigten Unterstützungen bei den Menschen noch gar nicht ankommen. Ja, da sollte man sich die Zahlen einmal anschauen. Ich habe jetzt gerade geschaut, von den 2 Milliarden, die für den Härtefallfonds zur Verfügung stehen, sind eigentlich bis jetzt erst, ich schaue gerade auf die Unterlagen, 210 Millionen ausgezahlt worden. Also gerade mal 10%. Ganz ähnlich verhält es sich übrigens auch bei den Mitteln für die Kurzarbeit. Da stehen ja theoretisch 12 Milliarden zur Verfügung und gerade mal 0,5 Milliarde ist bisher abgerechnet worden. Da wundert man sich nicht, dass die Kritik aus der Wirtschaft und auch von der Opposition immer lauter wird, die sagen, das dauert alles viel zu lange, das ist alles viel zu mühsam. Wer gestern ein bisschen zugehört hat bei der Nationalratsdebatte, der hat da auch sehr heftige Schlagabtausche miterleben können, geradezu Schreiduelle, also zum Beispiel die freiheitliche Abgeordnete Dagmar Belakovic, die hat den Bundeskanzler regelrecht angebrüllt und gesagt, das geht alles so nicht weiter. Also diese Kritik kann man nachvollziehen und jetzt legt die Bundesregierung nach und sagt zumindest im Härtefallfonds, da muss jetzt mehr Geld ausgezahlt werden. Das waren ja ursprünglich maximal 2.000 Euro pro Monat und das für 3 Monate und viele, das ist ja eine Art Ersatz für den Unternehmerlohn und viele sagen, damit hüpfen wir nicht weit, das geht sich nicht aus, das geht sich von der Dauer nicht aus, das geht sich von der Summe nicht aus und deswegen wird da jetzt nachgelegt, bleibt nur zu hoffen, dass es diesmal mit den Auszahlungen schneller klappt. Aktuell ist das Land schon beschäftigt mit dem Hochfahren, es gibt immer weitere Öffnungsschritte. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat angekündigt, es wird noch mehr Richtung Eigenverantwortung gehen. Wo stehen wir da aktuell? Wie schätzt du das ein? Ja, also es ist ein bisschen ein Hochschaukeln zu beobachten der Branchen, der gegenseitigen. Denn wir haben zuerst erlebt, bei der Gastroöffnung, da dürfen jetzt plötzlich 4 Personen zusammen an einem Tisch sitzen, auch wenn sie nicht gemeinsam in einem Haushalt wohnen. So, jetzt hat natürlich der Veranstaltungsbereich gesagt, warum soll das bei uns nicht möglich sein? Jetzt hat man das dort auch ermöglicht. Auch es dürfen 4 Personen im Theater nebeneinander sitzen, selbst wenn es nur gute Freunde sind und nicht in einem Haushalt wohnen. Und so geht das immer weiter. Und ich denke, es wird auch diese 4-Personen-Regelung in der Gastronomie wohl bald enden müssen. Es interessant war zu hören, dass die Tourismusministerin gesagt hat, an der Sperrstunde wird gerüttelt. Da war sicher der Vorfall mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen vielleicht mitverantwortlich dafür, dass da jetzt ein nächster Schritt gesetzt wird. Der Wonnemonat Mai, der ist schon fast vorbei. Trotzdem ist es eigentlich das Hochzeitsmonat und viele Leute wollen heiraten, wollen feiern, wollen Saisonschluss und feiern. Das ist ein maßgeblicher Faktor für den Tourismus in sehr, sehr vielen Betrieben. Also das ist schon logisch, dass da jetzt weitere Schritte folgen müssen. Und der Bundeskanzler hat auch gesagt, und das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, es kann nicht mehr für alles und jedes Regeln geben. Man muss mehr an die Eigenverantwortung der Menschen appellieren und schauen, dass man mit sehr wenigen Regeln, die jeder nachvollziehen kann, weiter durch diese Situation sich manövriert. Vielen Dank für die Analyse, Ingrid. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's von uns aus dem ORF3 Aktuellstudio. Im Anschluss geht's hier gleich direkt weiter mit der Budgetdebatte im Parlament. Wir freuen uns, wenn Sie dranbleiben. Haben Sie einen schönen Tag.